Moin moin, meine Trainer da draußen. Mein Name ist Yves. Heute gucken wir uns wieder einige coole Movesets an zu Pokémon. Ich behandle das aktuelle Meta natürlich. Also, wenn ihr das Video in ein paar Monaten sehen solltet, ist es vielleicht nicht mehr up to date. Und dann tut es mir auf jeden Fall leid. Aber schaut auch gerne bei den anderen Videos vorbei. Also, ich will euch heute hier ein bisschen wieder Pokémon Competitive näher bringen. Wenn ihr auch natürlich nichts mehr zu Pokémon verpassen wollt, schaut gerne mal in den anderen Videos vorbei. Tipps und Tricks oder auch Guides findet ihr in der Videobeschreibung oder auch in den Playlists. Schaut da gerne mal vorbei, würde mich riesig freuen. Und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. Heute geht es um Moveset und es geht um kein anderes Pokémon als Groudon. Kommen wir nun zum eigentlichen Video. Durch die neue Season von VGC hat sich einiges natürlich im Meta getan. Die legendären Pokémon sind zurück. Ja. Oh mein Gott! Leute, viele Hatens, ich liebe es. Ich liebe alle paar Jahre das legendäre Meta. Es ist einfach ein Meta, was ich super gerne spiele und es macht extrem viel Spaß. Und ich werde euch eins meiner Pokémon näher bringen, was ich seit Omega Rubin und Alpha Saphir echt lieben gelernt habe im Meta. Natürlich aber auch wegen einer bestimmten Attacke. Aber ich sage einfach nur, ich liebe Groudon. Es ist seit der dritten Generation sowieso hier eingeführt worden. Es ist einfach so ein abnormal cooles Pokémon. Und warum, erzähle ich euch heute. Die Basiswerte, die Groudon hat, sind natürlich 100 Kraftpunkte. 150 Angriff, 140 Verteidigung, 100 Spezialangriff, 90 Spezialverteidigung und 90 Initiative. Also wir sehen, dass Groudon eigentlich relativ solide aufgebaut ist. Aber was natürlich hervorsticht, ist der Angriffswert und der Verteidigungswert, was extrem gut ist. Also, holy, Leute, 140 Verteidigung zu haben, ist natürlich extrem nice für einen Doppelkampf. Und auch 150 Attack, damit kann man halt richtig raushauen. Und das wollen wir natürlich auch mit Groudon. Ich habe euch heute zwei Sets vorbereitet. Ein Set, wie ich aktuell gerne Groudon spiele. Und ein Set, was im Moment ganz klar Meta ist und was man auch spielen kann. Meiner Meinung nach gibt es nicht dieses richtig oder falsche Set im Moment bei Groudon. Das ist einfach nicht möglich zu placen, weil es einfach so eine große Vielfalt hat an Attacken und auch durch diese Werte, die Groudon hat, gibt es halt nicht das beste Set. Also wenn ihr zum Beispiel auch dieses Groudon-Set habt mit Life Orb oder sowas, spielt es ruhig. Wenn es funktioniert in eurem Team, es gut harmoniert, dann könnt ihr spielen. Ich will euch heute ja nur Anregungen geben, wie ihr das Ganze machen könnt, wie ihr spielen könntet. Also, schauen wir uns mal Mindset an, was ich für euch vorbereitet habe. Wir benutzen das Item Offensivweste, was uns natürlich um 50% den Spezialverteidigungswert erhöht, was extrem gut ist. Damit boosten wir Groudon halt noch mehr und das wollen wir natürlich auch. Der Nachteil an diesem Item ist einfach, wir können keine Statusattacken mehr einsetzen, was ein bisschen blöd ist, weil wir somit kein Schutzschild und sowas mehr haben. Ist aber auch nicht schlimm. Groudon hat ja die Fähigkeit, für die, die es nicht wissen, die Fähigkeit Dürre. Dürre holt die Sonne am Anfang der Runde direkt raus. Und dadurch, dass wir direkt die Sonne haben, ist es halt so, dass Groudon instant damit Wasserattacken abschwächt. Heißt, Groudon kommt rein, Sonne kommt, Wasserattacken werden schwächer, Groudon tankt mehr Wasserattacken. Was extrem gut ist sogar. Wir schauen uns jetzt aber mal genauer an, warum ich dieses Set im Moment so gerne spiele. Kommen wir mal zu den Attacken, die ich im Moment sehr gerne auf Groudon spiele. Es ist die Abgrundklinge, Feuerschlag, Steinhagel, Donnerschlag. Man kann auch Eisenschäde spielen, um halt Feen-Pokémon zu treffen statt Donnerschlag. Oder halt auch Dunkelklaue oder halt auch Drachenklaue. Geht auch, kann man spielen. Also da ist halt der Movepool variable. Und auf jeden Fall meine Empfehlung ist, definitiv Abklungsklinge auf jeden Fall auf dieses Mon pocken. Feuerschlag und Steinhagel. Warum Abklungsklinge? Abklungsklinge ist ein Move, der beide Pokémon vom Gegner trifft. 120 Attack hat und Typ Boden ist. Und somit ein Step-Move von Groudon ist. Wir treffen also beide Pokémon auf einmal, hauen damit extrem viel raus und treffen beide Pokémon des Gegners mit einem Step-Move. Nachteil, wir treffen keine Flug-Pokémon oder so. Deswegen ist hier Steinhagel drauf. Dann haben wir noch Feuerschlag drauf, weil natürlich es durch die Sonne verstärkt wird und damit wir mehr Damage machen können. Den letzten Move könnt ihr frei wählen. Ich spiele da im Moment sehr gerne Donnerschlag drauf, habe auch eine Zeit lang, aber auch sehr lange, muss ich sagen, Eisenschäde priorisiert. Die EV-Verteilung von Groudon sieht eigentlich relativ simpel oder einfach aus. Wir packen insgesamt 172 in KP, 252 in den Angriff, also Full Attack, und wir spielen 84 Initiative. Damit kommen wir auf 121 Init und können so manches Pokémon outspeeden, was wir natürlich wollen. Wir outspeeden zum Beispiel dann ein Kime oder auch andere Pokémon. Wenn ihr dazu mehr wissen wollt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das zweite Set, was ich euch vorstelle, das ist im Moment absolutes Meta-Set. Das heißt, das wird auf Groudon im Moment komplett gespielt.
Das ist Standard und naja, man muss nicht immer Standard spielen, um gut zu funktionieren oder Synergien im Team zu erzwingen. Und das sehen wir beim Set, was ich euch jetzt zeige. Das ist halt das absolute Meta-Set. Wir spielen Growder mit Weakness Policy, also Schwächenschutz. Das heißt, wir steigern unseren Angriff noch mehr auf plus 2. Wir haben ja vorhin gesehen, dass Growder schon 150 Attack hat, was verdammt gut ist. Also, holy. Dadurch können wir halt plus 2 Attack raufhauen. Mit Abgangsklinge treffen wir beide Pokémon, was natürlich extrem gut ist. Das heißt, Groudon wird von einer Attacke getroffen, die effektiv ist. Groudon tankt natürlich diesen Hit, weil es eine sehr gute Verteidigung hat und kann damit automatisch sehr viel Damage raushauen. Feuerschlag wird verstärkt in der Sonne. Steinhagel trifft beide Pokémon und Abgangsklinge trifft beide Pokémon. Das heißt, wir haben im Prinzip ein Pokémon, was auf jeden Fall immer beide Mons trifft und mit Schwächenschutz sehr, sehr, sehr stark ist. Natürlich spielen wir hier mit einem harten Wesen. Beide Sets, meiner Empfehlung. 77% aller spielen das im Moment. Welche Pokémon kann man aber sehr gut mit Groudon spielen? Meiner Meinung nach, in meinem Team, spiele ich sehr gerne im Moment Venu. Also Bisaflor. Bisaflor ist extrem cool damit, weil Bisaflor kriegt den Sonnenboost ab mit Chlorophyll und kann damit auch Pokémon einschläfern vom Gegner. Oder wir können halt auch super gut angreifen. Dadurch, dass Chlorophyll draußen ist, sind wir halt schneller, können Pokémon einschläfern, wir können Groudon gut supporten und was ich auch noch sehr gerne daneben spiele, ist Glurak. Dadurch, dass man Giga Dynamax Glurak spielt, kann man halt mit der Sonne zusammen einfach sehr viel krassen Damage raushauen in der Giga Dynamax Flamme. Und es ist nur eine Empfehlung von mir, die könnt ihr gut spielen. Man kann auch mit Groudon, muss man sagen, sowas wie Tornado spielen, oder halt auch Regieleki. Funktioniert alles, um die Initiative zu droppen. Wie zum Beispiel Kaioko die Init einmal runterzuhauen, damit Groudon danach schneller ist und Damage machen kann. Also es funktioniert alles. Man kann es sehr gut zusammen spielen. Und auf jeden Fall meine Empfehlung ist hier auf jeden Fall Venu, weil man hat die Sonne. Venu profitiert so unglaublich gut von dieser Sonne. Kommen wir nun zum Schluss des heutigen Videos. Ich hoffe, ich konnte euch Groudon so ein bisschen näher bringen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie ihr das fandet. War es für euch informativ? War es okay? Sagt ihr euch, euch hat irgendwas gefehlt? Denn ja, schreibt es mir gerne rein. Nur so kann ich mich verbessern. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da. Ich bedanke mich ganz herzlich. Teilt auch das Video mit euren Freunden, wenn ihr wollt. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Ciao.